Jo, heute wollen wir wieder Vollgas geben. Archmage, Spell und Cat oder Assassin. Was nehmen wir, was nehmen wir, was nehmen wir? Wir gönnen uns jetzt einfach mal einen Assassin. Wir sind jetzt mal cool und gönnen uns den. Da oben gibt es eh nichts mehr, oder? Das haben wir schon gekauft. Schade, dass wir keinen Dragon jetzt bekommen haben. Das interessiert mich, aber es kostet mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Das kaufen wir mal, damit wir ein bisschen Kohle mehr bekommen. Und dann schauen wir hier mal. Ja, eine Curse Rune. Eine Balance Rune. Geil. Und eine Sprint Rune. Und noch eine Sky Rune. Boah, also. Wir können uns schon ziemlich viel gönnen. Wir könnten uns hier zwei Balance Runes kaufen und dafür keinen Doppelsprung mehr haben. Und dann würden wir so zerklatschen. Oder wir gönnen uns hier die Vampir-Rune, kaufen uns hier die Sprint-Rune. Wie viel kostet denn die? 1050? 1050. Ich mach das jetzt mal so. Wir haben jetzt nur noch einen Doppelsprung. Aber dafür zerklatschen wir jetzt halt richtig krass, wenn wir einen Gegner töten, oder? Ein bisschen Damage ab. 14 von 75 sieht man schon. Könnte interessant werden. Ich bin jetzt auch ziemlich gespannt, wie sich die Vampirrune auswirken wird. Wir schauen mal. 5 HP bekommen wir jetzt jedes Mal zurück, wenn wir töten. Nice. Ich muss aber bedenken, dass wir nicht mehr so viel haben, ne? Nicht mehr so viel. Alter, durch diesen Gigantismus. Jo, easy, oder? Was bekommen wir? Curse Rune für die Chestplate. Ja gut, das trifft mich sowieso jedes Mal. Beim Zurückgehen aber nur. Wie schnell habe ich die Leben wieder aufgefüllt? Jo, fast schon wieder. Ich gehe jetzt aber direkt hoch und so. Jetzt geht es mir nämlich wieder darum, im Maya möglichst viel zu erreichen und nicht die Kisten zu holen. Wir versuchen es heute einfach nochmal mit dem Boss, oder? Auch wenn ich weiß, dass ich das eh bereuen werde. Oh, ein Crit gibt richtig viel Kohle, Mann. Beziehungsweise richtig viel Schaden. Nice, der hat uns nur einmal getroffen insgesamt. Boah, ein Diamant. 600 Gold. Easy. Ah, okay. Schon keine One-Hits mehr. Aber mein Crit auf jeden Fall. Die Sache ist halt die, der macht zwar richtig viel Crit-Schaden, aber um den nutzen zu können, braucht man halt eine richtig hohe Crit-Chance, oder? Das ist das Problem. Und ich hoffe, das wird uns nicht alles versauen. Okay, hier ist das. Dann sollte hier. Genau. Nein, jetzt habe ich das aktiviert. Ich Basti. Mit Crit One hätten wir sowieso alles. Komm her! Nice! Wir haben so viel fette Range mit dem, Alter. Sage Sword. Neues Schwert. Ich hasse es, wenn er uns trifft. Und wir treffen ihn auch. Wenn er uns trifft, während er stirbt. Könnte ich sowas von kotzen, Mann. Dieser Scheißwolf! Und ich weiß, es ist kein Wolf! Die sind so ziemlich easy zu besiegen. Ich weiß, was ich mache. So geht's auch. Och nö, ich hab da keinen Bock drauf. Da kann man doch bestimmt auch anders hoch, oder? Von einem anderen Weg oder so. Bin auf jeden Fall einfach nur froh, dass der Wolf weg ist. Ohne Scheiß, der hat mir jetzt so alles verschissen. Och Mann, ich hab da keinen Bock hochzugehen. Da gehe ich erst am Schluss hoch. Gehe ich zuerst dahin. Easy! Instant Kill! Oh, das war Skill, oder? Komm doch hoch. Oh, da habe ich dich erwischt, ne? Komm doch. Da, und weg bist du.
So ist es einfach nur perfekt, Mann. Trifft mich da schon wieder. Dieser Scheißhund. Ich weiß genau noch, wie der mich immer getötet hat. Ich könnte zu Hause rasten bei dem. Ist das eigentlich das stärkste von denen? Ne, da gibt es noch einen krasseren, oder? Einen schwarzen, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. War klar, dass das ausreicht. Nein. Nein! Ich wusste doch, dass da nochmal sowas ist. Boah! Nein! Verkackt jetzt ja nicht alles. Boah, ist das nervig. Hä? Der steht doch in den Stahlen. Hauptsache, er bekommt keinen Schaden dadurch, oder? Dieser Raum ist sogar ziemlich... Spring halt nicht. Spring halt nicht, oder? Wieso haben jetzt die ganze Zeit die Stahlen getroffen? Alter, jetzt muss ich aufpassen wieder mal. Das ist die Endform. Hab ihn sogar getötet, einfach nur dadurch, dass ich zwei Crits gelandet habe, sonst wäre ich jetzt tot. Ja, keine Chance. Unmöglich, kannst du komplett vergessen. Kannst du komplett vergessen. Paladin. Ja, mir egal, ob ich Alzheimer habe oder nicht. Was haben wir denn hier? Neues Schwert. Oh. Wieso muss ich sowas bekommen, Mann? Schuhe habe ich noch gar keine. Doch, habe ich. Night Limbs. Die sind halt so, nicht so wichtig. Die machen halt nur Magic und so, oder? Da, eine neue Rune. Juhu, freuen wir uns alle ganz kurz. Dann halten wir schon wieder das Maul. So. Wir verbessern mal unsere Crit-Chance. Und wieder mal unseren Damage. Dann habe ich gleich schon viel mehr Bock zu leben. Also. Wir brauchen nicht das ganze Mana. Wir rushen jetzt komplett durch zum Boss. Versuchen ihn. Werden wahrscheinlich sterben. Aber haben dann wenigstens was Sinnvolles getan. Nämlich, wir haben den Boss probiert. Wenn wir noch mehr von diesen Scheißbastarden hier rum sind. Diese Scheißboxen. Mann, jetzt muss ich wieder so nah an die Gegner ran. Das war so schön mit diesem Gigantism. Dass man so eine Range hatte. War schon ziemlich angenehm. Gibt's hier irgendwas, Maya? Da kommen nur das Kleine hin. Sehr lustig. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Ah, hier ist es ja schon. Yeah. Scheiß Kisten. Scheiß Mimics. Ich hasse diese Gegner. Aber sie sind easy, wenn man sie von hinten besiegt. Oh, nice. Double Kill. Weg mit dir. Weg mit dir. Die Augen nerven halt einfach am meisten, oder? In der ersten Form sind die so unnötig. Und meistens nur als Deko da. Machen gar nichts, die Augen. Aber sobald sie dann mal in der zweiten Form sind. Und dann später in der dritten Form. Sind die halt einfach nur so scheiße. Mimik hat man richtig krass gesehen. Wieso laufe ich in diesen Gegner rein? Habe ich jetzt eigentlich plötzlich Down-Syndrom oder was? Er steht da. Oh, lauf nochmal rein, oder? Das war Abfuck. Ich will nur die Leben haben, mehr nicht. Ich meine, wenn sie schon da oben stehen und sich nicht wehren können, warum soll ich dann die Leben nicht mitnehmen? Der ist easy. Das Gold ist runtergefallen. Ist auch schön. Wunderbar. Ich spiele so ein scheiß Auge. Das ist eine echte Kiste. Man sieht es halt richtig.
Ich glaube, hätten sie auf der Karte nicht markiert, welche Kisten die echten sind, dann würde man so oft durch diese Fake-Kisten sterben. Ah, okay. Zuerst waren sie 2 Stunden lang gar nichts, diese Kanonen, und dann plötzlich fangen sie an, durchzudrehen. Ah, ich sehe ja nicht, wo ich bin. Genau, ich habe Alzheimer. Da war eine Kiste. Ach so. Denke ich mir schon, wieso habe ich die nicht mitgenommen? Daran liegt's. Ja, der Typ fühlt sich ein bisschen cool. Der ist Roth. Die heißen zuerst... Wie heißen die denn nochmal zuerst? Hab schon vergessen, wie sie am Anfang heißen. In der ersten Form. Auf jeden Fall irgendwann einmal so Rage. Und dann Roth. Also alles irgendwie, was mit Zorn oder Wut zu tun hat. Ganz interessant. Wie heißt der Typ? Habe ich jetzt nicht gesehen. Die Namen der Gegner sind halt schon manchmal sehr interessant. Na, was sagt ihr zu diesem skilligen Ausweichen gerade? Oh nein, es war kein Glück, dass ich zufällig in die Lücke gefallen bin. Es war alles purer Skill. Könnte sich jetzt ein gewisser Herr Rage mal verpissen? Nein! Es hat mich nicht getroffen! Für was bin ich denn runtergelaufen? Ja, sicher nicht zur Deko, oder? Ja, als ob, jetzt trifft mich alles. Wieder so viele Wege. So, Leute, jetzt fühle ich mich verarscht. Das erste Mal, dass ich diesen doppelten, also diesen Dreifachsprung deaktiviert habe. Und was passiert dann? Ich brauche ihn. Ist es beschiss irgendwie, glaube ich, ja. Es sind noch 5 geschenkte Leben. Ich will vielleicht noch ein bisschen was bekommen. Oh, komm jetzt. Nee, doch nicht. Die Musik im Maya ist so geil. Die will ich eigentlich schon beibehalten. Ich will nur noch kurz ein bisschen Geld. Und ein bisschen Leben mitnehmen. Aber da unten ist schon wieder so ein scheiß Auge. Nein, jetzt hält es sogar noch was aus. Es ist jetzt so ein Beschiss, wenn man nichts sieht, oder? Nein! Jetzt habe ich mir wieder alles verschissen. Wieso stirbst du nicht? Trifft er mich 2-mal? Zieht mir 80 Leben ab. Als ob ich sonst nichts zu tun hätte! Ich bin doch nicht hier zum Leben farmen. Ich bin hier zum scheiß Boss bekämpfen. Weil das kann ich jetzt schon wieder vergessen. Jo, 50 Leben weg. Geil. Es ist doch so ein Beschiss einfach nur. Jetzt bräuchte ich 50 Hühnerkeulen wieder, um mein Ding, um mein Leben wieder aufzufüllen. Ja, bis ich die mal gefunden habe, ne? Oder was weiß ich, wie viele Gegner. Ich hoffe, das ist ja nicht mal normal. Wieder 10 Leben da, juhu. 15 Leben, da gibt aber leider der Boss einen Fick drauf. Wieso schießt du so schnell? Jo, das war's eh jetzt. Jo, sag ich doch. 53! Genau, als ob. Halt's Maul, ich hab echt keinen Bock mehr drauf, Mann.